Herzlich willkommen zurück zu Doom Raider. Wow, super, so fängt der Part also an. Und ein Vogel fliegt ins Bild. Okay. Wir sollen einen Weg nach oben finden. Zu den alten Ruinen. Dann würde ich erstmal sagen, wir laufen erstmal hier runter. Um zu gucken, was hier los ist. Und die Tür ist offen, die war vor uns nicht offen. Ich glaube, wir sollen hier reingehen. Wow. Vielleicht ja hier lang. Verdammt. Und die Tür ist zu. Super. Ja, dann klettern wir mal da runter. Mal gucken, was uns erwartet. Kann ja nichts Gutes sein. Schön langsam da runter. Und zack. Wir sind unten. Eine Sonne. Was sind das für Zeichen? Das frage ich mich allerdings auch. Sieht nach Chinesisch oder Japanisch aus. Irgendwas Asiatisches. Muss es doch eine Hintergrundgeschichte geben. Yamatai. Das Wort fällt hier ständig. Ich glaube, die sind auf der Suche danach. Nach Yamatai. Schon krass, ne? Totenköpfe. Yeah. Die wüste Gruft, die Bude. Dann hier scheint jemand was gezählt und hier ist ein Berg mit einem Funkturm, so wie es aussieht. Und Hände! Alles klar. Oh, das ist verrückt. Oh ja, was gibt's denn hier? Diese traditionelle Nomaske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Was weiß es? Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Von adeliger Abstammung, Alter, ist das Ding hässlich. Voll creepy. Ja, da geht's nicht weiter. Ich brauche was zum Aufstellen. Wie kommen wir jetzt hier rein? Wir sollten da irgendwas anbrennen hier. Ja, ich habe das Spiel nur angezockt. Also was heißt denn gezockt? Ich habe es vielleicht ein Viertel oder die Hälfte gar, keine Ahnung wie lange das geht, gespielt. Und danach habe ich schon gedacht, okay, machen wir ein Let's Play draus, das fetzt wie Sau. Ein provisorisches Beil. Stemmaxt. Dann stemmen wir mal hier die Stalltür auf, obwohl wir eigentlich auch hier wieder rauslaufen hätten können. Oh naja. Weiter geht's. Im Takt. Bam! Offen! So. Wir sollen nach oben kommen. Okay. Noch mehr komische Zeichen. Irgendwas Asiatisches. Super. Okay. Hast du gehört? Ja. Wir haben
haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steig ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten. Von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Sam? Matthias? Sam! Sam! Scheiße! Autsch! Sam! Ich glaube, die ist fort. Ah, das muss doch Schweine wehtun. Und Ärger kommt auf uns zu. Okay. Seid ihr kleinen Biester. Jetzt kommen hier die bösen, großen Wölfe aus Urbild. Komm, warte auf dich. Voll in die Fresse geschossen. Die erste große Show-Einlage des Spiels. Na? Und nochmal in die Fresse. Mein kleiner Vogel. Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Rob? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Rob, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit dir. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay.
Ich vertraue. Ja, nicht so schlimm. Ich vertraue diesen Typen einfach nicht. Ich hab's im Blut. Alles klar, mir komm. Doc, mir komm. Ja, ja, jetzt wird man das nicht sehen. So. Du legst dich mal schnell hin. Sind aber jetzt nicht nett, ne? Bam. Da lebt noch. Sauber, Alter. Schnell getötet. Ab zum Dock. Ja, ja, wir kommen schon. Wir kommen ja aus dem Gebüsch gesprungen. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Oh, Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Unglaublich. Okay, wir müssen Bergungsgut finden. Dass wir unsere Axt verbessern können. Okay, ja, was hast du? Das funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr. Okay, dann laufen wir mal hier hin. Gucken, ob wir hier hinten irgendwas Sinnvolles finden. Alter, ich brauche unbedingt größere Taschen. Haut ab! Und tot sind sie. Reichen da schon die drei Kisten hier? Und sie braucht mehr. Quatsch. Noch ein bisschen mehr. Keine Sorge, das kriegst du auch. Das kriegst du, mein Fräulein. Ach ja, wir sollten ja mal zurückgehen zum Lager. Da hing ja noch was. Was man anzünden muss. Genau, hier. Komm. Fein. So, das müsste reichen. Können wir es gleich hier machen? Ja. Und unser Beil ist verstärkt. Unser provisorisches Beil. Denn jetzt können wir wenig auch. Haha, Magic! Solche Kisten aufmachen. Los! Jetzt! Sauber. Und wir kriegen noch mehr Bergungsgut. Kräftigeres Beil. Und jetzt können wir auch oben mal ein bisschen mitmachen. Das ist gleich mal ein bisschen schneller, geht hier hoch. Ja, Mann, aber. Die hätte Assassinen werden sollen. So, es kann losgehen, Doktor. Sauber.
Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko. Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Ja, ich denke mal, wir werden sie überleben. Unglaublich, es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das. Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Ihr seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Хочу тут возбухать, мочи! Тут им nichts. Bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Окружить их! Окружить! Только попробуй рыпнуться! Мочите их! Ich hab doch gesagt, ich trau diesen Whitman. Scheiße! Direkt zum Anfang klar verkackt. Spornmittel zu schnell. Egal. Muss doch mal sein. Okay. Wir müssen uns jetzt permanent decken. Verstecken. Lass diesen Typen hier einfach mal runterlaufen. Klar, weiter. Los. Lassen. Alter, was für Wichser diese Typen. Und weiter, los geht's. So mit einer Frau um. Geh noch hin. Mieser Hund. Oh, shit. Wieder geballert. Oh. Sieht richtig schmackhaft aus.
Super. Super. Schau, wir haben keine Munition mehr. Alter Walter. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder? Oh, wir gehen lieber mal weiter. Da unten sind ganz viele miese Typen. Ganz viele miese Typen. Gibt's nirgendwo Money? Hier auch Munition. Wir brauchen ganz viel Munition. Ganz viel Loot brauchen wir. Komm, mach die Booty auf. Ach du Scheiße. Raus hier, raus hier. Mach das Brett auf. Wir müssen uns von hier verpissen. Aber schnell Loot. Schnell Loot einsammeln, ne? Ganz schnell Loot einsammeln. Gelootet werden muss gemacht werden. Oh, jetzt muss ich noch mal kurz. Okay. Ich liebe diesen Bogen hier. Er macht seine Arbeit. Er macht seine Arbeit. Wirklich. Ja. War es denn wieder ein Tanker? Nein, sah eher aus wie ein Forschungsschiff. Hier kommt mir aus dem Kopf. Ja, guck es dir mal an. Und du kriegst auch noch einen. Ganz schnell looten. Hab ich die anderen Spare jetzt? Ja, hab ich. Komm, wir klettern hoch. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Nee, Ross und Jacob, ne? Du musst die anderen warnen, Ross. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Sauber, hier vorne eine Kiste. Wir brauchen dieses Bergungsgut, um unsere Waffen zu verbessern. Dann können wir das gleich mal hier machen. Okay, jetzt geht's ja. Die schnelle Reise. Okay. Alles klar. Brauchst jetzt nicht gezwungenermaßen. Ach komm, wir machen mal ein Jäger-Upgrade. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Okay, machen wir das mit der Munition. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Es zählt nur das. Okay. Ah, was machst denn du? Ich muss dann noch hier Ausrüstung. Wir wollen doch eine Waffe verbessern. Zum
So, wird die Handfeuerwaffe nehmen. Scheiße. Fehlt noch ein bisschen was. Kann ich am Bogen was machen? Nee, okay. Da fehlt noch ein bisschen was. Hier ist noch eine Kiste. Jetzt können wir so ein bisschen mehr Muni, also jetzt kann man mehr Muni tragen. Das ist auch sehr empfehlenswert. Weil gefühlt alle 2 Minuten kommt hier ein Gegner. Gefühlt. Dann machen wir mal die Fackel an. Pögeln wir mal mit unserer Fackel hier rum. Geht man doch nicht mit der Dame um. Ich glaube, ich lasse meine Fackel aus. Alter, ich hab da was in den Rücken geballert. Und noch ein Pfeil. Und ein Pfeil. Und ich hab ganz viele Pfeile für euch. Alter, Junge. Ja, nee, ist klar. Warum verkacke ich denn jetzt auf einmal? Oh, jetzt geht das wieder los. Mal, wir machen es jetzt auf der Rambo Art. So schnell geht das. Also die muss unbedingt ihre Fähigkeit verbessern. Sauber. Alter, der lebt noch. Kriegt einen Pfeil in die Riebe und der lebt noch. Okay. So schnell ist es geklärt. So schnell. Nur so und nicht anders. So, da klettern wir jetzt mal hier hoch. Oder eher hier rein. Und von der Kiste. Okay. In der nächsten Folge werden wir dann wissen, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir eine Bewertung da. Es hilft nur nicht nur den Kanal ungemein, sondern auch dem Projekt. Also, bewertet es, dann wird eine neue Folge ganz, 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 ganz schnell kommen. Das kann ich euch versprechen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin der Bärmensch. Ich bin jetzt raus. Ciao.